herzlich willkommen zu einer neuen Staffel Couchgeflüster im Fritz. Theatergeister befragen Chemnitzer Persönlichkeiten. Für das erste Promi-Interview hat sich unser Karl Valentin die Spinnweben vom Kostüm gebürstet und interviewt Christoph Dietrich, Generalintendant der Theater Chemnitz. In diesem Sinne, es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen. Viel Vergnügen. Also, Herr Dietrich, es freut mich, dass Sie eine Zeit gefunden zu haben scheinen, womit ich allen Zuhörenden und Zusehenden meine außerordentliche Freude und Ehre mitteilen darf, dass heute ein waschechter Intendant, na was rede ich denn, ein waschechter Generalintendant einer kommenden Kulturhauptstadt gekommen ist, mit mir als Dialogvernehmer, ja, quasi in einen strukturellen, fruchtbaren Austausch zu treten. Ja. So, Herr Dietrich, über kurz oder lang kann ja die Situation nicht mehr lang so weitergehen, nicht wahr? Ja. Außer es bleibt dabei. Ja. Und dann stellt sich die Frage, dann wäre es ja gut, dass es bald anders wird. Und gut wäre es, wenn es bald anders wird. Was meinen Sie? Jetzt bin ich gespannt. Ich hoffe auch, dass es bald anders wird, aber ein bisschen Geduld müssen wir schon noch haben. Also bis Ostern denke ich mindestens, dass es noch Einschränkungen geben wird und auch danach wird es für das Theater noch schwierig sein. Dabei denke ich, wir mit unseren guten Sitzplatzkonzepten müssten dann schon wieder mal was machen für unser Publikum. Herrgott, sackelt Sie mich, bis Ostern! Als Generalintendant, gell, da erfahren Sie ja quasi zweigleisig. Gell. Auf der einen Seite sind Sie der Herr über die darstellenden Künste in der Stadt, gell? Also Ballett, Oper, gell? Das, ja. Dann das Schauspiel und das Puppentheater und so. Auf der anderen Seite sind Sie ja Herr über die kämpfende Truppe, gell? Über eine ganze Armee, über Leben und Tod, ja? mit Flugzeugen, Panzern, Schiffen und Bodentruppen und so weiter. U-Boote auch, genau. Was mich interessieren tät. Wie lassen sich denn diese beiden sehr unterschiedlichen Berufsgruppen miteinander vereinen? Man muss einen klaren Befehlston im Theater einschlagen. Das ist ganz klar, das wissen Sie doch am besten. Man muss eine Richtung geben, wo das eigentlich lang geht. Und dann ist man der General und der Intendant. Ah. Aber Spaß beiseite, das kommt nicht vom Militär. Das kommt daher, weil es viele Sparten sind, den generalistischen Blick über alles zu haben. Aber ich kann Ihnen erzählen, der eigentliche Ursprung dieses Generalstitels, der ist historisch, der kommt wirklich aus Preußen, vom alten Fritz. Der hat seinen Musikdirektor, um ihn wirklich wertschätzen zu können, natürlich militärisch ansprechen wollen. Und deswegen war Spontini damals in Berlin der erste Generalmusikdirektor. Und seit der Zeit sind die militärischen Titel irgendwie im Theater gelandet. Aber wir sind äußerst friedlich, besonders zu unserem Publikum. So. Man lernt halt nie aus, gell? Aber das wollten sie doch nicht immer schon machen, gell? Also das Generalintendantentum, gell? Das wollten sie doch sicher, weil ich kann mich noch erinnern, als ich ein 10-jähriger Knabe war, ja, dann habe ich mir schon über die kommende Zukunft Berufsgedanken gemacht, gell? Mhm. Schon als 7-jähriger wollte ich Bleisoldat werden, ja? Später dann Robinson, ja? Und mit 15, ich höre selbst und staune heute noch zurück, Frauenarzt! Ja, glaubst du das? Nee. Kann man nicht glauben, gell? Ja, ich habe dann später hab ich eine Ausbildung gemacht, eine Ausbildung als Seidenraupendompteur. Ja. Aber das können Sie Ihnen nicht vorstellen. Nein, das können Sie Ihnen nicht vorstellen, wie gefährlich das war. Das war so gefährlich, gell? Ja, und jetzt ist das Ende vom Lied. Jetzt bin ich halt Berufsverbotskomiker. Mhm. Ja, schade, gell? Blöd. Was war denn Ihr Weg bis zum Intendanten? Ja, langer Weg. Bei Ihnen hätte ich mir Gewerbescheinheiliger vorstellen können. Ja, das stimmt. Oder noch besser, Kirchturmverleiher. Ja, oder sowas. Also das stimmt wirklich alles. Echt? Ich komme aus einer Handwerkerfamilie. Dachdecker sind das bei mir. Oben auf dem Kirchturm, da bin ich schon als 3-Jähriger gewesen. Ich bin da völlig schwindelfrei nach wie vor und stolz auf meine Handwerkerherkunft. Aber meine Mutter, die war Musikerin. Und ich wollte dann so nach der Lokführerphase, als ich 12 war, war ich mir ganz sicher, dass ich was mit Musik machen möchte. So früh schon? So früh. Denn mit 12 Jahren war das klar. Da liebte ich die Meistersinger von Wagner und da wollte ich mitmachen. Das war mein Ziel. Als was? Das wusste ich noch nicht so richtig. Und da bin ich ja auch Orchestermusiker und Sänger geworden, Musikwissenschaftler.
dass man dann Intendant wird, das, ja, da braucht man auch ein bisschen Glück dazu. Und ein bisschen Ehrgeiz, stimmt's? Ja. Ha, Schlawiner. Was waren Sie denn die für, was waren denn Sie für ein Orchestermusiker? Was haben Sie denn da gespielt? Da gibt es ein paar Instrumente, gell? Ja, da gibt es ein paar Instrumente, auch wirklich sehr schöne. Ne? Lassen Sie mich raten. Ja. Kontrabass. Ja, gar nicht schlecht, ja, aber Kontrabass ist mit Saiten, also da ist die Tonerzeugung außerhalb des Körpers. Ne? Also man hat einen Bogen und die Saite. Haben Sie auf sich gespielt? Ja, mit den Lippen. Ah, Maultrommel. Blechbläser. Ah, Blechbläser. Blechbläser. Ich habe ganz lange Waldhorn gespielt und wollte das auch studieren. Und dann bin ich aber wegen der physischen Voraussetzung auf die Tuba umgestiegen. Und deswegen ist das mit dem Kontrabass gar nicht schlecht. Das sind die tiefen Töne, aber schön mit Atem und dem Körper gemacht. Ja, aber Tuba, da braucht man einen schönen Druck, gell? Ja. Da braucht man einen schönen Druck von ganz oben. Ein großes Lungenvolumen, was man ja auch dann als General wieder braucht, um lange Ansprachen zu halten. Und das hat mir schon sehr geholfen. Ja, ich liebe das Instrument. Und jetzt kommen wir zum Ernst der Lage. Ich meine zum Ernst von der Lage. Also, glauben Sie, dass diese blöde Corona, die saublöde, irgendwelchen nachhaltigen Einfluss auf die Stadt Chemnitz haben kann und könnte das auch strukturelle Veränderungen für Ihre Häuser bedeuten? Ich meine, für Schauspielhaus und für die Oper. Das würde mich jetzt interessieren, was Sie dazu sagen. Ja, da möchte ich ganz ehrlich drauf antworten. Ich denke, dass alle Menschen eine große Sehnsucht haben, dass möglichst viel von dem, was wir vorneweg hatten, dass das wiederkommt. Und aus diesem Wunsch heraus werden wir uns das auch ermöglichen, dass ganz viel wieder so wird, dass wir uns im Theater sehen, dass wir reisen können. Sicher werden wir bestimmte Dinge noch eine Weile aushalten müssen, uns vorsichtig zu verhalten, aber wir wollen uns wieder begegnen, wir wollen uns im Theater sehen. Und trotzdem wird es so kleine Dinge geben, die bleiben. Eine gute Kommunikation, die auch digital möglich ist. Aber ganz vieles wird wieder so wie vorneweg. Hoffentlich, hoffentlich. Aber glauben Sie, dass wir dieses, wollen das so und dann wird das so. Ja, glauben Sie, dass dieses sogenannte Streamen, gell, Streamen, so mit Theater und Oper und so, dass das eine Zukunft hat? Ich kann mir es nicht vorstellen. Das ist Marketing. Man kann sich vorbereiten auf einen schönen Theaterbesuch, indem man sich das anschaut. Ersetzen wir das Theater nie. Nein, ich will doch die Schwingungen einer Musik am ganzen Körper spüren und nicht nur aus irgend so einem kleinen Lautsprecher raus. Ja. Ich will doch neben jemandem sitzen, der mit dem Bonbonpapier raschelt. Ja. Und ich will doch, das ist doch wie beim Artisten, ich will doch sehen, stürzt er vom Seil oder nicht? Ja. Das ist doch mir im Fernsehen völlig egal. Genau. Ich brauche das doch live. Genau. Ne? Auch das Bild, gell? Ist ja nicht das Gleiche. Wenn man da sitzt und sieht dieses Bild, ja, das ist ja eine Illusion, das ist ja eine andere Welt im Fernsehen. Egal wie groß der ist, kommt das auch nicht rüber. Ich brauche die Emotionen. Ja, da sind wir beieinander. Da sind wir beieinander. Ich habe da gar keine Sorge, das bleibt so. Ja, das freut mich, das ist eine schöne Nachricht, eine wunderbare Nachricht. So, jetzt kommen wir ja zu einem, was sehr traurigen, ja, zum Nürnberger Trauma. Ja. Das Nürnberger, also nicht zu verwechseln mit dem Nürnberger Schweinswürstel. Ja, aber noch nicht mit dem Nürnberger Ei. Und mit dem Nürnberger Lebkuchen, Sie kennen sich aus. Ja. Und dem Christkindl. Und dem Christkindl, dem Nürnberger Christkindl. Das ist nicht traurig, ne? Nein, aber, ich meine, wo war ich denn jetzt genau? Ja, weil wissen Sie, das Lebkuchen, alles, was wir jetzt geredet haben, das kann man ja essen. Gell? Aber das Nürnberger Trauma, das muss man erst verdauen. Dann kann man es essen. Ja? Das klingt verkehrt, ist aber so. Ja? Weil Ihnen, Herr Dietrich, und allen anderen, die sich so eingesetzt haben für diese Kulturhauptstadt, möchte ich sagen, dass ich das ganz toll finde und dass ich, obwohl ich aus Bayern komme und erst seit 10 Jahren in dieser Stadt hause, mich wahnsinnig freue, dass die Stadt Chemnitz der Stadt Nürnberg den Titel weggeschnappt hat. Das war schon spannend, dass es da so ein bisschen Neid und Eifersucht gab. Aber ich muss Ihnen ehrlich sagen, wir wären auch unendlich traurig gewesen, wenn wir das nicht bekommen hätten. Und vielleicht ist das neue Gericht, das Nürnberger Trauma. Das Nürnberger Trauma. Das gibt es dann überbacken und mit Marmelade kann man das alles machen. Das ist ein ich bin mir ganz sicher, das wird super. Und da steckt so viel drin. Und ich denke, für Chemnitz ist das wirklich großartig. Und wissen Sie, was das Wichtigste ist? Das Selbstbewusstsein, der Stolz
der Chemnitzer, die so viel leisten. Es ist wirtschaftlich erfolgreich, hier diese ganze Gegend und nun das auch der Welt mal zu zeigen und nicht immer nur nach Dresden und Leipzig zu schauen. Das ist Quatsch. Wir sind hier und haben unsere Geschichte zu erzählen, auch mal was anzufassen und nicht zu zögern. Ja. Und dieser Mut, der steckt drin und das ist Kulturhauptstadt. Ja. Also Herr Dietrich, wenn ich mal irgendwie schwache Momente habe, so über mein Dasein, kann ich Sie da anrufen. Wenn Sie so reden, dann bin ich ja gleich so gern da. Ja. Gell? Da ist mir auch das Hängen am Garderobenständer wurscht. Mhm. Naja, kann ich Sie da? Ja, das ist ein Motivator. Und damit sind wir schon fast am Ende, Herr Dietrich. Nach dem Motto, alles ist schon gesagt worden, nur nicht von allen, möchte ich mich ganz herzlich für dieses unheimlich ausgefuchste Gespräch, habe ich aufgeschrieben. Ja. Ausgefuchste Gespräch bedanken. Ein neuer Titel. Ja, ausgefuchste Gespräch. Ja, aber eigentlich wollte ich es auswendig machen, aber es hat nicht funktioniert. Und wünsche Ihnen für die kommende Zeit bis 2025 und darüber hinaus, wünsche ich Ihnen ganz persönlich mindestens 3 bis 4,5 glückliche Händchen. Ja. Danke, dass da waren. Ah, vielen Dank, bis bald. Danke für die Einladung. Alles Gute fürs Fritz-Theater und los geht's. Ja, servus.